Ja, und dann hätte ich vorgeschlagen, wir gehen schon hinein ins erste Thema. Und Resilienz ist ja ein Thema, was seit einiger Zeit schon in aller, möchte ich schon fast sagen, Munde ist, wenn man in der Jugendarbeit oder mit Jugendlichen gemeinsam arbeitet. Und selbstverständlich habe ich mich auch auf dieses Thema vorbereitet. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach einmal in meinem Lateinwörterbuch nachgeblättert. Nämlich Resilienz kommt ja vom Thema, vom Wort resiliere, was ja nichts anderes heißt, wie jeder Lateiner weiß und jede Lateinerin, als zurückspringen und abprallen. Selbstverständlich hat Resilienz was mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Aber ob ich tatsächlich auf dieser richtigen Fährte unterwegs war, wie ich mich diesem Thema gewidmet habe, das kann natürlich nur einer beurteilen, nämlich der Wolfgang Zeidinger selbst. Und der Wolfgang Zeidinger von Vivid ist eben bei der Steirischen Fachstelle für Suchtprävention aktiv und ist dort eben in der Abteilung Jugendalter. Und lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns und ich darf dir dann gleich das Wort übergeben. Vielen Dank, Johannes. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Danke auch für die Einladung, diese Keynote, diesen Input hier am Beginn zu machen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagszeit allen miteinander. Starte gleich mit einer Präsentation zum Thema, dass ihr mitschauen könnt, alle miteinander. Und ich hoffe, dass das gut funktioniert. Perfekt, danke, wir sehen's. Sehr gut. Okay. Ja, Thema Resilienzförderung bei Jugendlichen. Nachdem es gestern geschneit hat, habe ich mir gedacht, muss ich irgendwie ein Bild aussuchen für den Start, was irgendwie dazu passt zum heutigen Thema und auch zur. Wolfgang, du bist gemutet jetzt auf die, warum auch immer. Danke, bin schon wieder Ja. aktiv, ja. Also dieses Bild der Krokus ist ja erst im Frühjahr wahrscheinlich dann relevant, aber ich habe mir gedacht, das passt zur momentanen Jahreszeit und ist ja auch ein gutes Sinnbild, worum es bei Resilienz oft geht, bei dieser Thematik. Resilienz, ein Thema, das in unserer Stelle auch natürlich immer schon ein Thema war, uns jetzt noch einmal ein bisschen mehr beschäftigt hat, nicht zuletzt durch Covid-19 in den letzten Monaten. Und ich denke auch ein Thema, was alle hier, die mit dabei sind, wahrscheinlich auch immer wieder beschäftigt hat oder untergekommen als Begriff in dem Zusammenhang mit Covid-19. Worum wird es heute gehen? Ich möchte am Anfang ein bisschen hinschauen, was zu diesem Begriff sich verbirgt. Der Johannes hat das schon gut eingeleitet mit seiner lateinischen Fachkenntnis. Da hast du schon einiges vorweggenommen. Das kann ich mir dann nachher quasi sparen. Das spart Zeit. Das ist super. Der zweite Punkt wäre so, was sagt die Forschung zum Thema Resilienz? Der dritte Punkt wäre so die Frage, wie kann Resilienz gefördert werden bei Jugendlichen? Da möchte ich ein bisschen auf einzelne Wirkfaktoren eingehen und ein paar Tools einfach hier einerseits vorstellen, beziehungsweise können wir es auch kurz ausprobieren hier in diesen 45 Minuten, wie man es auf der individuellen Ebene in der Arbeit mit Jugendlichen machen kann. Und zum ganzen Schluss noch so zur Frage, wie beeinflusst denn Covid-19 unsere Resilienz? So zwei Ausschnitte, einerseits aus einer Studie, die gerade momentan läuft in Österreich, zum anderen aus einem Artikel, der mir vor kurzem untergekommen ist dazu. Ja, was ist Resilienz? Wofür steht dieser Begriff? Und ich würde gerne gleich mit etwas Interaktivem einsteigen. Ihr seht da diesen Link oben, der kommt jetzt auch in den Chat vom Johannes. Und wenn ihr diesen Link aufruft in eurem Webbrowser, dann steht dort diese Frage, nämlich was verbinde ich mit dem Begriff Resilienz? Und ihr könnt jetzt da ganz unterschiedliche Begriffe eingeben. Nicht nur einen, es können mehrere sein. Immer abwechseln bitte. Also wenn man einen Begriff eingegeben hat, dann auf Enter drücken und dann wieder den nächsten. Und wir können da gemeinsam so etwas wie eine Wortwolke kreieren und dann mal schauen, was ist denn das, was ihr mit Resilienz verbindet? Was sind eure Assoziationen, die ihr dazu habt? Ich glaube, Johannes wird schon ein bisschen mitschauen, parallel. Der Link ist im Chat und ihr könnt da einfach direkt draufklicken und dann auf ansagaden.ch dort die Word Cloud erstellen. Soll ich es ein bisschen vorlesen für dich, Wolfgang? Bitte, Ja. ich kann Wir ein haben bisschen. ganz zentral in der Mitte steht auf jeden Fall Widerstandsfähigkeit, was ja das Zeichen dafür ist, dass es sehr oft gekommen ist. Wir haben aber auch was von Stärke, ich schaffe das, gesund bleiben, dicke Haut,
Herausforderungen bestärkt begegnen, Ressourcen nutzen hätten wir da noch. Wir haben dann noch Suchtprävention, Kraft, Stärke, auch als öfter genannter Begriff. Kraft, Gesund, Immunsystem steht noch da. Im Chat ist nur Beziehungen und Freundschaften gekommen und eigene Stärke, innere Stärke, Widerstandsfähigkeit und eigene Fähigkeiten. Okay, super, super. Da ist schon ganz viel dabei, was man damit verbinden kann. Vielen Dank da für die Beiträge, die gekommen sind. Und ihr könnt die Wortwolke ruhig noch ein bisschen wachsen lassen, für die, die noch was eingeben wollen. Ja, und damit eines hat schon der Johannes vorweggenommen vorhin, so diese lateinische Wurzel, das ist der untere Punkt, das ist Resiliere, dieses Abprallen, Zurückspringen. Das andere im Englischen Resilienz, also der Begriff oder auch die ganze Resilienzforschung kommt ja auch aus dem angloamerikanischen Raum, also vor allem aus den USA und ist dann mit etwas Verzögerung dann auch vor circa 15 Jahren bei uns sehr stark in Europa verankert worden oder mit einem stärkeren Fokus auf diesen Begriff gelegt worden. Und da haben wir immer wieder diese Widerstandsfähigkeit, diese Elastizität, diese Spannkraft. Ihr seht damit natürlich auch, das kann man gut in den physikalischen Bereich auch umlegen. Und auch dort wird der Begriff Resilienz verwendet. Der Schwamm, dieses Symbol, dieses Bild daneben, bildet auch so ein bisschen eine Symbolik ab. Ne? Der Schwamm, der, wenn er nass ist, sich zusammenziehen kann und sich dann wieder ausdehnt, wenn er trocken ist, ist auch eine Metapher, die immer wieder gerne für den Begriff Resilienz verwendet wird. Grundsätzlich ist dieses allgemeine Verständnis von Resilienz vor allem psychische Widerstandsfähigkeit. Das denke ich, das passt. Das ist ja auch dieser Begriff Widerstandsfähigkeit, glaube ich, jetzt am häufigsten gekommen in der Wortwolke. Aber was heißt das eben? Also da bildet dieses Bild des Schwamms eine gute Metapher für diese Widerstandsfähigkeit. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Definitionen zum Thema Resilienz. Ein paar möchte ich hier einfach in den Raum werfen. Die Corinna Wustmann, die einiges publiziert hat zum Thema, sagt zum Beispiel, es ist eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Das heißt, sie spricht zwei Aspekte an, die sehr zentral sind, wenn es um den Resilienzbegriff geht, nämlich, dass es erstens einmal Entwicklungsrisiken gibt, dass die vorhanden sind und dass es dann um die Bewältigungsstrategien geht. Das heißt, das steht schon ein bisschen auch vielleicht in einem Gegensatz zu dem Modewort Resilienz, der in vielen anderen Kontexten auch verwendet wird, hat ja auch in der Wirtschaft seine Anwendung jetzt gefunden, ist in ganz vielen unterschiedlichen Ebenen mit dabei. Was dort manchmal aber fehlt, ist dieses Thema Entwicklungsrisiken oder wirklich Krisen, Herausforderungen. Das heißt also, dass das eine Voraussetzung ist, bevor wir überhaupt über Resilienz sprechen können. Die Ulla Lichter, die in Berlin arbeitet, umschreibt es wiederum ein bisschen anders, nämlich die Fähigkeit, Krisen- und Veränderungsprozesse durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Weiterentwicklung und persönliches Wachstum zu nutzen. Die Amy Werner, zu der ich nachher noch kommen werde, weil Amy Werner sagt wahrscheinlich einigen hier in der Runde was, Stichwort Kawaii-Studie, wo ich noch ein bisschen was noch dazu sagen werde. Meint, Resilienz ist kein Charaktermerkmal. Und das ist auch wichtig, weil oft hat man zuerst einmal angenommen, Resilienz ist was Angeborenes. Resilienz hat man oder Resilienz hat man nicht, war lange eine Sichtweise, die sehr verbreitet war. Durch ihre Studie, die sie dann gemacht hat und die bekannteste Studie ist zum Thema Resilienz und aber auch durch die weitere Forschung, die zum Begriff gemacht wurde, hat sich gezeigt, das ist nichts Statisches, das ist ein Bufferprozess. Da geht es um Risiken und belastende Ereignisse, mit denen wir konfrontiert sind. Und es geht aber auch um die Frage, wie wir mit diesen Risiken und Ereignissen umgehen. Und es ist immer sehr unterschiedlich, die Umgangsweise damit. Was von der Metapher her ganz gut dazu passt, ist dieses Bild zum Beispiel der Spirale. Kennst du zum Beispiel, wenn man diese Spirale jetzt hier in die Hand nehmen würde und auf den Boden hängen würde, dann würde sie sich so ein bisschen bewegen. Ne? Dann würde sie so pendeln, auf und ab. Und genau das beschreibt zum Beispiel diesen Bufferprozess, um das es geht. Ja? Ja, vielleicht eine Frage, wo ich um eine Rückmeldung im Chat bitten würde. Wir befinden uns seit einigen Wochen in dem sogenannten Lockdown. Ist ja auch ein spannendes Wort. Wie schaut es denn momentan mit der persönlichen Resilienz aus? Hier eine kleine Einladung, einmal so eine Rückmeldung zu geben. Ist die sehr niedrig im Moment oder ist die sehr hoch bei euch im Moment? Die 1 würde für sehr niedrig stehen, die 10 für sehr hoch. Und da gibt es jetzt natürlich auch eine Bandbreite dazwischen. Ich würde vielleicht auch noch mal Rückmeldungen hier im Chat bitten, wie denn momentan so es mit der persönlichen Resilienz ausschaut. Da kommen schon ganz viele Nachrichten in den Chat.
ich versuche das ein bisschen zu sammeln. Also 7, 8, 8, 5, 9, 7, 7, 9, 10, 7, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 7, 8, 5, 6. Und es war immer wieder die Frage im Chat, ob man die Unterlagen bekommen kann. Die stelle ich hier mit. Ehrlich? Ja, also Unterlagen könnt ihr gerne haben. Ja, und das ist ja auch nicht immer gleich, ne? Also diesen Wert, den jetzt jeder von Ihnen irgendwie gewählt hat, wird wahrscheinlich, könnte morgen schon wieder anders ausschauen, wie es mit der persönlichen Resilienz ausschaut. Was sagt jetzt die Forschung dazu? Zur Frage, wie beeinflusst oder was beeinflusst unsere Resilienz überhaupt? Wie gesagt, die bekannteste Studie in dem Zusammenhang, die Kowai-Studie von Amy Werner. Ihr seht es da 1955, jetzt könnte man sich denken, das ist ja uralt Studie, das ist ja nicht mehr aktuell, was in den 50er Jahren war, das ist ja vielleicht heutzutage gar nicht mehr wichtig oder brauchbar. Insofern doch brauchbar, weil es ist eine Längsschnittstudie, die gemacht worden ist, das heißt über einen längeren Zeitraum, und zwar von knapp 700 Kindern, die im 1955 auf der Insel Kauai im Hawaii geboren worden sind und die dann in weiterer Folge über einen längeren Zeitraum immer wieder begleitet worden sind, interviewt worden sind vom Forscherteam. Und zwar in mehreren Abständen. Einerseits, wie sie ein Jahr alt waren, zwei Jahre alt waren, 10 Jahre alt waren, 18 Jahre alt waren, 32 Jahre alt waren und 40 Jahre alt waren. Das heißt, also diese Studie hat sich über einen sehr langen Zeitraum gezogen, bis 1995, und hat dadurch über diese lange Zeit sehr viele interessante Ergebnisse geliefert. Man hat gesehen, dass bei diesen 700 Kindern, knapp 700, die befragt worden sind, beforscht worden sind, schon bei 200 Kindern bei der Geburt ein sehr hohes Entwicklungsrisiko festgestellt worden ist. Was heißt ein hohes Entwicklungsrisiko? In der sozialarbeiterischen Diagnostikfachsprache würde man wahrscheinlich von sogenannten Multiproblemfamilien sprechen. Das heißt zum Beispiel Suchttendenzen in der Familie, Gewalt in der Familie, Arbeitslosigkeit der Eltern, ja, prekäre Wohnverhältnisse etc. Also hier ein paar Beispiele, die damit verbunden sind. Und spannend war jetzt, dass nicht bei allen von diesen 200, wo man sich denkt, die haben schon sehr ungünstige Startvoraussetzungen, sich die Dinge dann so entwickelt haben, wie man sich das wahrscheinlich denken würde, nämlich, dass sie delinquent werden, dass sie auffällig werden, dass sie auf die sogenannte schiefe Bahn geraten. Bei einem Großteil war das durchaus der Fall, nämlich bei knapp 130 Kindern, Jugendlichen. Die haben auch dann sogenannte Verhaltensstörungen aufgewiesen, wurden zum Beispiel oft straffällig, wenn es um die Burschen gegangen ist, oder hatten zum Beispiel eine frühzeitige Schwangerschaft ungewollt, wenn es um die Mädchen gegangen ist. Aber ein Drittel von diesen 200 Kindern, Jugendlichen entwickelte sich trotz dieser Risiken sehr gut. Das heißt, die beruflichen und auch die schulischen Erfolge waren zum Teil sogar besser als in der überhaupt Gesamtmehrheitsgruppe, also als in Familien, die zum Beispiel ohne diese Multiproblemlagen aufgewachsen sind. Das heißt, es gibt oder gab in dieser Forschung dann, hat sich gezeigt, resiliente Kinder und Jugendliche, die bestimmte Merkmale aufgezeigt haben, die sie anscheinend zu schützen scheinen vor diesen Belastungen. Was waren das jetzt für Faktoren? Man hat das dann ein bisschen geteilt in innere und äußere Faktoren. Also einerseits Faktoren, die vor allem beim Individuum zu sehen sind. Da ist es viel darum gegangen, zum Beispiel um diese innere Haltung, wie man sich Veränderungen, Belastungen zum Beispiel stellt. Wie gut man sich an diese Herausforderungen auch anpassen kann. In dem Zusammenhang natürlich auch diese Frage, welche Problemlösestrategien man sucht. Ja? Dass man also nicht in einer Opferrolle verharrt, sondern gezielt eben auch Strategien findet für sich, wie man mit Belastungen und Problemen gut umgehen kann. Dass man für sich weiß, wo liegen eigene Stärken und Fähigkeiten, eigene Talente und diese auch nutzt in Verbindung zum Beispiel mit Problemlösungsstrategien. Und da kommen wir auch ein bisschen so ein Querverweis zum Thema Salutogenese im Bereich der Gesundheitsförderung, Kohärenzsinn, den wahrscheinlich manche kennen werden, Aaron Antonowski, dass es viel um diese Frage gegangen ist, was macht denn Sinn in meinem Leben, und dass ich auch das Gefühl habe, ja, es gibt Dinge, die machen Sinn, ich kann mich da selbstwirksam da drinnen erleben, in meinem eigenen Leben. Und rechts seht ihr Faktoren, die in dem sozialen Umfeld vor allem angesiedelt waren. Es hat sich gezeigt, dass es oft sehr ausschlaggebend war, wenn man eine
enge Bezugsperson gehabt hat. Entweder innerhalb oder außerhalb der Familie. Innerhalb waren es zum Beispiel oft die Großeltern, die eine Rolle gespielt haben, oder Tanten oder Onkel. Also, weil die eigenen Eltern ja oft sehr stark belastet waren und keine fürsorgliche oder wenig fürsorgliche Bezugsperson war. Außerhalb der Familie waren es zum Beispiel bestimmte Lehrpersonen in der Schule, die da eine Rolle gespielt haben. Was sich auch gezeigt hat, dauerhafte Freundschaften. Das heißt also Gleichaltrige, mit denen man dauerhafte Freundschaften hat, mit denen, auf die man sich verlassen kann, mit denen man auch seine eigenen Sorgen und Nöte immer wieder gut teilen kann. Positive Rollenvorbilder, das macht einen Connect zum oberen Punkt, zu den Bezugspersonen. Also auch zu sehen, wie Erwachsene oder andere Menschen gut mit Krisen und Belastungen umgehen. Und zuletzt dann sogenannte Wendepunkte im Leben. Das war zum Beispiel auch so, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen ja bewusst auch andere Räume gesucht haben, andere Lebensfelder gesucht haben, weil sie gemerkt haben, in der eigenen Familie ist es sehr belastet. Wenn ich mich dauerhaft dort bewege, ist es ziemlich herausfordernd. Und zum Beispiel dann auch ganz bewusst Schritte zu setzen Richtung Ausbildung. Wo kann ich mir da ein Umfeld suchen, das mich dabei dann gut unterstützt und ein bisschen einen Konterpart auch bildet zu dem Herkunftssystem, in dem ich aufgewachsen bin. Bezug zur Suchtprävention, in der ich ja tätig bin als Disziplin. Wir haben dort in der Suchtprävention immer wieder dieses Modell der sogenannten Schutz- und Risikofaktoren, das Antworten darauf gibt zur Frage, warum entwickeln manche Menschen eine Abhängigkeit zum Beispiel und warum manche nicht. Das hat sehr viel mit diesem Modell hier zu tun, nämlich dieses Wechselspiel, Zusammenspiel zwischen Risikofaktoren und schützenden Faktoren. Ihr seht also links, es gibt bei beiden Bereichen so diese individuellen Faktoren und die sozialen Umfeldfaktoren. Links ist es dieses Thema Vulnerabilität. Rechts ist es dieses Thema Resilienz, wo der Begriff schon auftaucht. Ich habe einerseits immer Ressourcen, die mich in meinem Leben unterstützen, ganz individuelle und auch soziale Ressourcen, die ich nutzen kann. Und ich sehe mich immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Ja, und wie ich damit umgehe, wie dieses Zusammenspiel ausschaut, entscheide dann auch darüber, zum Beispiel zur Frage, wie würde ich mich jetzt in meiner persönlichen Resilienz einschätzen, wie das vorhin zum Beispiel über die Skalierung gerade passiert ist. Und auch zur Frage, laufe ich Gefahr, irgendwo Problematiken zu entwickeln? Psychische Störungsbilder, Abhängigkeit, was auch immer. Wie kann Resilienz jetzt gefördert werden? Es gibt ein paar Wirkfaktoren, da gibt es unterschiedliche Modelle dazu. Ich beziehe mich jetzt hier mal eher auf dieses Modell der 7 Wirkfaktoren, die es gibt im Bereich der Resilienzforschung. Ein Bereich ist der der Akzeptanz zum Beispiel. Da geht es darum, realistische Einschätzung von Situationen zu haben, Zusammenhänge erkennen und auch, man könnte es pointiert formulieren, annehmen, was ist, als Teil meines Lebens und erkennen meiner Grenzen. Ich denke, dass das zum Beispiel momentan was ganz was Essentielles ist in Zeiten von Covid-19, wo wir dauernd mit Begrenzungen konfrontiert sind. Ausgangsbeschränkungen. Geschäfte haben zu, machen wir jetzt wieder auf. Ja. Ich kann nicht einfach Österreich verlassen und dorthin fahren, wo ich möchte, wo ich will. Ich kann nicht die Personen einfach so treffen, wie ich möchte, dass ich das will. Das sind alles sozusagen Restriktionen, die, mit denen wir konfrontiert sind, wo es auch um die Frage der Akzeptanz in dem Zusammenhang geht. Eine kleine Übung und jetzt kommt sozusagen der Zettel ins Spiel, den der Johannes schon angekündigt hat, die ich gerne machen würde, wie man Resilienz ein bisschen individuell fördern kann. Die Frage ist auch immer, in Zeiten wie diesen, Covid-19, Corona, wo richtet man den Fokus hin? Also wenn wir ganz viel immer hören, Krise, Lockdown, Problem, Schwierigkeiten, Ausgangsbeschränkungen, wenn man sich diese Worte auf der Zunge zergehen lässt, dann werden wahrscheinlich relativ wenig positive Assoziationen auftauchen bei einem selber. Das ist vielleicht schon mal ein erster Hinweis, wie man mit Kindern und Jugendlichen auch sprachlich vielleicht umgehen sollte in den momentanen Zeiten. Wenn man genau diese Begriffe immer wieder verwendet, was macht es mit Kindern und Jugendlichen? Das heißt auch zu schauen, wie kann man Sprache so gestalten, dass sie etwas anders konnotiert ist. Dass auch wieder die schönen und freudvollen Dinge zum Beispiel wieder in den Fokus rücken. Und damit es gut gelingen kann, würde ich eine kleine Übung anbieten. Einfach so bitte den Zettel hernehmen und den Stift. Und einmal überlegen, diese letzten Wochen, die es jetzt gegeben hat, seit der sogenannte softe und harte Lockdown, ich finde ja den Begriff sowieso ein Übel an sich, weil wenn man sich Lockdown auf der Zunge zergehen lässt, ist es auch ein Begriff, der nichts Positives formuliert. Ne? Zusperren, down, ja, das zieht runter und nicht rauf. Der Gegenbegriff ist also dieses Hochfahren, was ja ganz spannend ist aus meiner Sicht, dieses mechanistische Prinzip. Aber gut, nehmen wir diese Zeit einmal her.
seit dem sogenannten Lockdown und überlegt bitte mal, was gab es denn für freudige Ereignisse, freudvolle Situationen, Begegnungen in diesen Wochen und Monaten? Und schreibst einfach eine Liste an Punkten, an Begegnungen, an Beispielen, an Situationen, die da dabei waren, wo ihr gemerkt habt, das hat mir Freude bereitet. Das waren schöne Erlebnisse. Und einfach mal so für sich ein bisschen. Einfach für sich ein bisschen zu notieren und ein paar Punkte aufzuschreiben. Und wenn ihr dann vielleicht so 6, 7 Punkte, vielleicht sogar 10, was in dieser kurzen Zeit halt möglich ist, habt, dann würde ich darum bitten, schaut ein bisschen durch, was sind die Top 3 davon? Was waren die wirklich coolen Geschichten, das, was am meisten Freude bereitet hat, von dem, was ihr jetzt gesammelt habt. Und eure Top 3 könntet ihr zum Beispiel wieder in den Chat stellen. Vielleicht ist es auch nur ein Punkt, müssen ja auch nicht 3 sein. Aber so das Wichtigste, das, was euch am meisten Freude bereitet hat, das wäre schön, jetzt hier auch zu teilen. Einige schreiben schon fleißig. Ich probiere wieder mitzukommen. Aber da ist zum Beispiel Zeit mit den Lieben, Entspannung in der Natur, Zeit mit dem Hund verbringen, Ruhe in der Natur, Nähe zu meinem Sohn. Ich habe geschrieben, Vanillekipferl backen. Bergtour, lesen, entspannen, Gespräch mit Freunden, Zeit für die Familie, Sport zu Hause, Lesen, Hund, Sport, Natur. Also wir sind alles sehr viel in der Natur derzeit. Das ist ja sehr gut. Zeit, die Adventzeit genießen. Mehr Bewegung generell. Tolle Arbeitskollegen, Bergwandern, Puzzeln, Meditieren, Schneemann bauen. Yoga, Kunst, Zeit zum Rausgehen, Zeit mit Partner, Partnerin, mehr Spaziergänge, Malen, gesundes Essen, gemeinsame Zeit, Natur, Musik, Weihnachtsdekoration aufhängen, offen sein für Neues, Gitarre spielen, entschleunigt, umsandeln, das gefällt mir. Meine Hochzeit zwischen den beiden Lockdowns, Familienzeit, Lesen, Kekse backen. Cool, danke. In die Arbeit gehen können, ja. Super. Ganz, ganz viele Sachen. Ganz, ganz viele Sachen, ja, die Freude machen. Es ist schön, dass wir so eine Freudenliste jetzt gemeinsam hier im Chat noch erstellt haben, in einer Zeit, wo man sich manchmal denkt oder sich fragt, was macht denn überhaupt Freude? Also das ist etwas, was man vielleicht auch so als Methode gut einbauen kann in der Arbeit mit Jugendlichen momentan, immer wieder mal auch hinzuschauen, was sind denn Ereignisse, Situationen, Begegnungen, die ihr habt, ja, was momentan Freude macht. Um auch den Blickwinkel zu verändern, Richtung Optimismus, einer der sehr wichtigen Wirkfaktoren, wenn es um Resilienz geht. Das heißt, hier geht es auch um die Frage, wie kann ich eine optimistische Grundhaltung im Umgang mit Problemen gewinnen? Wie kann ich für mich da ein positives Selbst- und Fremdbild gut aufbauen? Und auch so diese innere Grundhaltung damit auch zu haben, ja, es ist momentan schwierig, es ist momentan nicht lustig. Unser Innenminister sagt, es ist eine Zumutung, aber ich vertraue darauf, dass es besser wird. Eine Variante, methodisch, die man auch machen kann, wäre zum Beispiel dieser sogenannte Corona-Blumenstrauß. Das können wir jetzt hier an dieser Stelle von der Zeit her nicht machen, aber ich erkläre es kurz, um was es geht. Man könnte hier mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam schauen, was sind die Ereignisse, die es in den letzten Wochen bei dir gegeben hat.
und diese auf einer Zeitlinie hier aufzulegen, auf einem Tisch, zum Beispiel auf einem Band. Ihr setzt da Steine und ihr setzt da Blumen. Die Steine würden sozusagen für die belastenden Ereignisse stehen. Also für das, was unangenehm war, was irgendwie schwierig war, Probleme bereitet hat, nicht so angenehm war. Die Blumen würden für die freudigen Ereignisse stehen. Also genau das, was vorhin über die Freudenliste zum Beispiel gekommen ist. Und dann gemeinsam herzugehen und zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt einmal auf die Blumen. Und machen daraus zum Beispiel dann nochmal einen Blumenstrauß auf einem Blatt. Und schauen uns an, für was diese einzelnen Blumen denn stehen und was dazu beigetragen hat, dass dieser Strauß sich entfalten konnte. Resilienz ist ja etwas, was nicht nur kognitiv eine Geschichte ist. Resilienz ist ja ein Metakonzept, betrifft viele Wirkfaktoren. Wir wissen inzwischen, dass Resilienz auch ganz viel zu tun hat mit unserer Haltung, und zwar nicht nur unserer inneren Haltung, sondern auch unserer äußeren Haltung. Der Cartoon von den Peanuts mit dem Charlie Brown, den wahrscheinlich einige kennen werden, ist dafür sehr prägnant, ne? Wo er sagt, was ganz wichtig ist, um deprimiert zu sein, ist die richtige Haltung. Ganz verkehrt wäre es, irgendwie aufrecht zu stehen und mit erhobenem Kopf. Ganz wichtig ist es, niedergeschlagen zu sein und den Kopf nach unten zu richten. Das weiß man auch aus der Forschung, wo wir unseren Blick hinrichten, wie wir unsere Haltung gestalten, macht etwas mit unserer Befindlichkeit. Wenn wir den Blick nach unten richten, so wie hier der Charlie Brown, ist es meistens in der Regel eine Haltung, wo wir nicht besonders produktive Ideen entwickeln, wo wir meistens nicht in einen Zustand von Optimismus und Selbstwirksamkeit hineinkommen, sondern wo wir uns wahrscheinlich meistens eher runtergezogen fühlen. Ja, Lösungsorientierung, ein Wirkfaktor. Optimistisch sein alleine reicht ja nicht. Es geht ja auch darum zu schauen, was kann ich verändern? Weg von der Problemorientierung hin zu dem, was gelingt, was möglich ist. Das heißt, Probleme zu erkennen und auch aktiv zu werden, mich denen zu stellen. Ein Punkt, das ist einmal so diese innere Haltung. Das andere ist die Selbstwirksamkeit, damit ich es gut umsetzen kann. Das heißt, ich brauche Initiative. Es geht darum, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, ja, ich sehe Bereiche, wo ich Verantwortung übernehmen kann und kann aktiv werden. Und hier wieder eine kleine Übung, zu der ich einladen würde gemeinsam. Wieder ein Blatt Papier oder ihr nehmt einfach die Rückseite von dem, was ihr vorhin gehabt habt. Für alle, die Rechtshänder sind, die legen am besten ihre linke Hand auf das Blatt Papier und zeichnen einmal die Umrisse ihrer Hand auf diesem Blatt Papier. Für alle, die Linkshänder sind, macht es wahrscheinlich Sinn, die rechte Hand auf das Papier zu legen und die Umrisse zu skizzieren. Und wenn ihr das gemacht habt und diese Umrisse eurer Hand auf diesem Blatt habt, dann überlegt bitte mal, was waren in den letzten Wochen die 5 wichtigsten Stärken, eure persönlichen Fähigkeiten, die ihr habt, damit ihr gut durch diese Zeit gekommen seid. Und für jede dieser Stärken, Kompetenzen, die ihr da habt, individuellen Fähigkeiten, die euch auszeichnen, könnt ihr einen Finger benutzen. Also den Daumen, für eine Stärke, den Zeigefinger, für was anderes. Könnt ihr auch unterschiedliche Farben vielleicht verwenden, so wie es hier auf diesem Bild gezeichnet ist. Und wer mag, kann wieder gerne den einen oder die eine oder andere Stärke, Fähigkeit in den Chat posten. Die Anna schaut mit. Humor ist jetzt schon 3-mal gekommen, also den braucht man anscheinend in der Krise. Ja, ganz wichtige Ressource. Kreativität, Empathie, positives Mindset. Zuversicht, auch mal motzen dürfen, PC-Kenntnisse, Ruhe, Gelassenheit,
mir Gutes tun, Ausdauer, einfühlsam, Gelassenheit, Neugier, Optimismus, Organisation, Platz für sich selbst, ein wenig Verrücktheit, ist auch immer ganz gut. Kontakt mit lieben Menschen, ich sein, Spaziergänge mit dem Hund, Motivation, Achtsamkeit, Vertrauen, Ruhe, super. Also das ist eine Übung, die man auch sehr gut machen kann mit Kindern und Jugendlichen. Noch besser ist es oder optimaler ist es, wenn man beide Hände verwendet, also die 10 Finger dafür benutzt und schaut, was sind die 10 Stärken und Fähigkeiten, die ein Kind oder ein Jugendlicher zum Beispiel hat. Weil dann kann man nämlich so etwas wie ein Schutzdach bilden. Wenn man die Finger dann zusammen tut, ich mache das hier mal so, wer mir zuschaut, ja, dann hat man so diese sogenannte Merkel-Raute, ne, die ihr kennen werdet wahrscheinlich. Aber man kann das auch als Schutzdach sehen. So diese Stärken, Fähigkeiten schützen mich gut, wenn es einmal nicht so gut läuft. Das sind meine individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen, die da wichtig sind. Und wenn wir schon bei dieser Haltung drinnen sind, des Schutzdaches oder der sogenannten Merkel-Raute, dann können wir jetzt ein bisschen auch in den Bereich der Frage reingehen, wie kann man körperlich Resilienz gestalten. Ich bin kein Yoga-Experte, aber das ist etwas, was aus dem Yoga kommt, was ich gesehen habe, nämlich diese Haltung des Hakini Mudra. Wenn man zum Beispiel diese Finger dann länger mal zusammenbildet, ja, und zum Beispiel mal 1-2 Minuten aneinander hält und dabei versucht, tief und langsam ein- und auszuatmen, dann wird man merken, dass sich der eigene Fokus dadurch verändert. Das ist auch sehr nützlich, um die beiden Gehirnhälften links und rechts miteinander in Verbindung zu bringen. Etwas, was ganz simpel ist. Könntest du es auch ausprobieren. Wer was anderes ausprobieren möchte an dieser Stelle, komme ich gleich dazu, aber das ist etwas zum Beispiel, wie man gut für sich selber Sorge tragen kann und sich selber regulieren kann. Ja? Wenn man merkt, es ist einmal stressig, ich habe unangenehme Emotionen in mir, die ich spüre, wie kann ich damit umgehen? Finger Qigong ist im Prinzip das Gleiche, wo wir vorher waren, wieder diese Haltung, ja, diese Merkel-Raute. Und jetzt können Sie zum Beispiel anfangen, einmal die Finger kreisen zu lassen. Wie macht man das? Man fängt mit den Daumen an und lässt einmal die Daumen kreisen. Eine Zeit lang, zum Beispiel so 20 Sekunden. Und dann geht man zu den Zeigefingern über und lässt einmal die kreisen. Und als nächstes dann die Mittelfinger. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, merke ich gerade, die kreisen zu lassen. Dann kommen die Ringfinger dran. Gar nicht so einfach, ne? Dass man die anderen Finger beieinander hält und die Ringfinger kreisen. Also ich merke gerade, dass die irrsinnig schwer tun. Und dann zum Schluss die kleinen Finger. Und dann geht es wieder in der Rückwärtsbewegung zurück, also von den kleinen Fingern über die Ringfinger bis hin dann zum Daumen. Gute Fokussierungsübung, auch gut geeignet, auch hier wieder die Gehirnhälften zusammenzubringen. Gar nicht einfach, wenn man es gleich am Anfang mal ausprobiert, wie ihr wahrscheinlich merken werdet. Beziehungsgestaltung, ein weiterer Wirkfaktor, ein Thema, das momentan ja unter Covid-19 sowieso eine ganz interessante Geschichte ist. Also wir wissen, dass gesunde Beziehungen wichtig sind für unsere Resilienz. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch immer wieder, dass ganz viel Beziehungsarbeit geleistet wird in Bereichen, die vorher vielleicht nicht so geleistet worden ist. Stichwort Nachbarschaftsdienste oder ältere Menschen zu versorgen, zum Beispiel einkaufen zu gehen. Ehrenamtliches Engagement nimmt teilweise zu in diesem Bereich. Ja. Und das wird als wirksam erlebt. Also wenn jemand hier zum Beispiel Hilfe gibt, ist das etwas, was auch für die eigene Resilienz hochwirksam ist. Es geht nicht nur darum, Unterstützung zu bekommen, sondern auch Unterstützung zu geben. Ich frage andere um Hilfe, aber ich stelle auch Hilfe anderen zur Verfügung. Ist natürlich jetzt momentan auch schwierig, Beziehungsgestaltung, weil es oft eingeschränkt ist. Ich werde es wahrscheinlich bei Kindern und Jugendlichen immer wieder erleben. Man kann oft nur virtuell miteinander kommunizieren, mit den besten Freunden. Man kann sich nicht so unbeschwert treffen, wie das sonst immer möglich ist. Ihr selber vielleicht als Professionistinnen und Professionisten seid in anderen Kontaktformen, so wie wir jetzt gerade hier virtuell in diesem Meeting. Was kann man da tun? Eine kleine nette Methode ist das Ressourcenteam, was man machen kann. Zeige ich kurz, worum es da geht.
Anhand dieses Beispiels von mir, man könnte jetzt zum Beispiel die Frage stellen, naja, wie waren denn die letzten Wochen hier jetzt? Lockdown, Corona. Wer hat dir da geholfen dabei? Beziehungsweise wir könnten gleich ein bisschen zukunftsorientiert schauen. Wenn du an die Zukunft denkst und so wichtige Menschen oder auch wichtige Figuren fragen würdest, was sie dir raten würden, was für die nächste Zeit wichtig ist oder für die momentane Situation gerade, jetzt haben wir noch 2 Wochen bis Weihnachten, was würden die denn mir für einen Tipp geben für die momentane Situation? Und da kann man zum Beispiel mit 4 Figuren das gestalten. Ich zeige das ganz kurz einmal. Die eine Figur wäre ich in 5 Jahren, ich selber. Also wenn ich jetzt 5 Jahre älter wäre, ich hätte dann meinen 50er schon überschritten, wäre also schon ein bisschen in einem anderen Lebensalter. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, nutze den Tag, carpe diem. Es könnte immer schon dein letzter sein. Du bist schon mindestens über der Lebenshälfte drüber von deinem Lebensalter. Also nutze den Tag. Wenn ich meine Mutter fragen würde, die würde wahrscheinlich sagen, ich habe schon viel erlebt in meinem Leben. Ich habe schon einen Weltkrieg mitbekommen. Die Zeit nach dem Krieg, die war entbehrend. Auch wie ich die Kinder bekommen habe, die ersten Jahre. Aber jede Krise geht wieder vorüber, würde sie wahrscheinlich zu mir sagen. Wenn ich schauen würde, was ist so ein Idol für mich selber so, oder eine Vorbildfigur. Ich habe zum Beispiel den Nelson Mandela gewählt, weil ich den einfach bewundere für seine Haltung, die er mir wieder vertreten hat in seinem Leben. Und sein Zitat, wo er sagt, Schwierigkeiten brechen manche Menschen und andere machen sie erst zu Menschen. Gefällt mir gut für die momentane Zeit. Und wenn ich ein Tier fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich den Kater wählen, weil ich manchmal so diesen Impuls habe, einfach faul zu sein und einfach merke, momentan ist es aber schwierig. Der würde mir wahrscheinlich sagen, sei doch ein bisschen entspannter und relaxter. Nimm dir doch etwas mehr Zeit für dich. Hakel nicht so viel. Ja, also diese Übung auch gut möglich, zum Beispiel zu machen und zu schauen, was wären denn die Figuren, die Jugendlichen dabei einfallen würden. Wen würden Sie wählen in Ihrem engeren Bezugssystem? Wen würden Sie wählen so als Vorbildfigur? Was für ein Tier, das kann ein fiktives sein oder ein echtes Tier, wäre für Sie eine gute Identifikationsfigur. Und damit sozusagen zu einem der letzten Wirkfaktoren, nämlich Zukunftsgestaltung. Darum, das wissen wir, wer eine Vorstellung hat, wie seine Zukunft aussehen möchte, wer Visionen entwickeln kann und diese innere Haltung hat, ja, ich kann meine Zukunft bewusst gestalten. Momentan ist es zwar schwierig, aber es wird anders werden. Der kann gut eine resiliente Haltung entwickeln. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wirkfaktoren. Hier nochmal ein bisschen so zusammengefasst als Übersicht, die miteinander zusammenspielen. Und das Spannende ist ja sozusagen, ihre Wirkung entfalten sie sich dann, wenn alle miteinander in Beziehung stehen. Und was man sozusagen jetzt tun kann in der Förderung von Resilienz bei Kindern, bei Jugendlichen, ist immer wieder auf diese Faktoren hinzuschauen und zu schauen, was kann man da tun, Unternehmen anbieten, um genau diese Faktoren zu fördern. Hier eine kleine Übersicht für all jene, die mit Jugendlichen arbeiten, was das zum Beispiel abgeleitet für das eigene Arbeitsfeld heißen könnte, was so ein bisschen so Leitlinien sein könnten, wie man diese Wirkfaktoren gut in eine Umsetzung bringen kann. Das heißt, die Charakteristika des Resilienzkonzeptes sind, dass es ein dynamischer Prozess ist. Es geht um Anpassung und es geht um Entwicklung. Es ist nie immer gleich. Die Dynamik ist sehr unterschiedlich. Ich wirke auf die Umwelt ein. Die Umwelt wirkt auf mich ein. Es ist ein ständiger Interaktionsprozess, in dem wir uns da befinden. Es ist auch wichtig, sozusagen ein bisschen dieser Kritik damit zu entgegnen, dass man Resilienz zu sehr individualisiert, was manchmal der Fall ist. Es geht auch ganz stark um die Umwelt, die mich beeinflusst. Es ist eine variable Größe und es ist eben situationsspezifisch und sehr kontextabhängig. Zu guter Letzt, für die letzten 2 Minuten, ein bisschen was zur aktuellen Situation. Wie beeinflusst Covid-19 unsere Resilienz? Ich verlasse jetzt ein bisschen die Ebene der Kinder und Jugendlichen, nämlich hin zur Gesamterwachsenen auch. Derzeit
wird gerade eine Studie auch gemacht in Österreich, die ganz interessant ist, zum Thema Resilienz und psychisches Befinden in der Corona-Krise. Da gibt es jetzt einmal erste Zwischenergebnisse, vor allem aus dieser ersten Lockdown-Phase, die es im Frühjahr gegeben hat. Was sich zeigt ist, Resilienzfaktoren wirken sich signifikant auf das psychische Befinden aus. Also es gibt starke Zusammenhänge. Von den Wirkfaktoren, die Sie vorhin gesehen haben, zeigt sich, dass besonders diese vier ganz zentral sind. Optimismus, für sich selber gut sorgen, Akzeptanz und diese Zukunftsorientierung. Das ist also bei der Befragung der Personen, die daran teilgenommen haben, besonders signifikant rausgekommen. Und in Bezug auf Schutzfaktoren, man muss ein bisschen dazu sagen, die Zwischenergebnisse von den Studien, also das ist nicht repräsentativ, dass jetzt alle Bevölkerungsgruppen und soziale Schichten zum Beispiel gleich abgebildet waren. Es haben zum Beispiel mehr Leute aus dem akademisch gebildeten Bereich teilgenommen als Menschen, die eher niedriges Bildungsniveau haben. Deswegen muss man das ein bisschen in Relation auch sehen. Aber was sich gezeigt hat, ist, ja, männliches Geschlecht ist ein Schutzfaktor. Gute Nachricht an alle Männer. Tun sich anscheinend ein Stück weit leichter, mit Corona, Covid-19 für sich selber damit umzugehen, ein Handling zu finden. Die finanzielle Absicherung, das ist jetzt nicht überraschend. Wer gut abgesichert ist, tut sich auch leichter damit umzugehen. Und auch die Wohnsituation, auch nicht überraschend. Das kennen wir schon, die Berichte aus Homeoffice, Homeschooling etc. hat einen entscheidenden Einfluss. Risikofaktoren, auch hier wenig überraschende Ergebnisse, wenn der Arbeitsplatz in Gefahr läuft, in Gefahr ist, dass das als Risikofaktor reinwirkt. Umsatzverluste, wenn man selber unternehmerisch zum Beispiel tätig ist in einer Firma, beziehungsweise schon Arbeitslosigkeit, aber umgekehrt aber auch eine hohe Arbeitsintensität, die zugenommen hat durch Covid-19. Wer die Wochenendausgabe vom Standard letzte Woche verfolgt hat, dem wird vielleicht das Interview mit dem Paulus Hochgatterer aufgefallen sein im Album. Finde ich ganz spannend, was er da drinnen gesagt hat. Eine Kernaussage war, dass Corona so als Brennglas für unsere gesellschaftlichen Zustände gesehen werden kann. Ich habe ein paar Passagen jetzt hier zum Abschluss einfach ausgesucht, die von seiner Seite gekommen sind, nämlich zur Frage, nehmen jetzt psychische Krankheiten zum Beispiel durch Corona zu? Er hat sich ja da positioniert, nämlich zu sagen, wir sind dort, wo wir in Wirklichkeit schon immer waren, nämlich bei Fragen, die uns laufend beschäftigen als Gesellschaft. Haben wir finanzielle Sorgen oder nicht? Gibt es chronisch unlösbare Konflikte oder nicht? Wie sehr mögen ihre Eltern ihre Kinder? Und das sind Fragen, die ganz losgelöst von Corona uns immer begleiten. Also wenn, dann gibt es mittelbare Einflüsse durch Covid-19 aus seiner Sicht, aber nicht direkt. Was aber natürlich zu sehen ist, es gibt einen sogenannten Corona-Deckel. Ja? Es gibt jetzt viele Restriktionen, mit denen wir konfrontiert sind, die uns die Möglichkeit geben, Ventile zu nutzen, um vorhandenen Druck, den es zum Beispiel mit diesen Dingen gibt, mit diesen Aspekten gibt, ablassen zu können. Und generell die Zonen der Freude und des Spaßes sind limitiert. Hat man auch beobachten können bei Jugendlichen, dass es in der Sommerzeit, wo zum Beispiel dann viel geöffnet worden ist, viel wieder möglich war, sich ganz viel in die öffentlichen Räume verlagert hat, Jugendliche gefeiert haben, wieder sozial miteinander agiert haben, sozusagen Nachholbedarf gehabt haben von den Monaten und Wochen davor. Jetzt ist es wieder sehr limitiert. Was auch klar ist, was sich immer wieder zeigt und was er auch betont, vulnerable Menschen sind unter Corona-Bedingungen besonders vulnerabel, was nicht heißt, dass man nichts daran ändern kann. Was unterstützen kann aus seiner Sicht, zum Abschluss ein paar Punkte, Rituale und Gewohnheiten pflegen. Das wäre zum Beispiel dieses gemeinsame Kochen, was in vielen Haushalten jetzt wieder mehr Einzug gezogen hat. Den Humor zu nutzen, finde ich schön, dass das auch hier im Chat vorhin schon gekommen ist, wird noch einmal bestätigt aus seiner Sicht. Und vor allem Stichwort Zukunftsgestaltung, auf das künftige Leben zu fokussieren. Wie geht es weiter? Corona wird irgendwann auch vorbei sein, wird sich verändern. Wie wird es dann sein? Und so sehr man auch die sozialen Medien immer wieder mal auch kritisieren kann und den Gewinn, den Konzerne wie Apple, Facebook und Co. daraus ziehen, soziale Medien sind wichtig, gerade für Kinder und Jugendliche, dass sie genutzt werden, um ihre sozialen Kontakte aufrechterhalten zu können. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn es noch Fragen gibt, über den Chat oder direkt auch per Mail. Ja, lieber Wolfgang, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Es war sehr, sehr kurzweilig und es ist sehr schnell vorübergegangen. Aufgrund der Zeit, wenn Fragen auftauchen von euch, würde ich bitten, die in den Chat zu stellen. Und wir haben mit Wolfgang vereinbart, wir dürfen ihm sie per Mail schicken und er würde sie per Mail im Nachhinein beantworten.
Kurz zusammengefasst, hör auf deinen Kater. Ja, das ist die Zusammenfassung der ersten Dreiviertelstunde. Mein Vorschlag wäre 5 Minuten Pause, so wie es auch im Programm vorgesehen ist, bevor wir zum nächsten Thema kommen mit Matthias Jax. Genießt die Pause, atmet einmal durch, lasst Luft hinein, holt euch was zum Trinken und wir sehen uns um 13.50 Uhr. Sind gar keine 5 Minuten mehr. Wir pausieren auch die Aufzeichnung in der Zwischenzeit.